zwei Räder, Rahmen, Sattel, Lenkrad. Das hier sieht auf den ersten Blick aus wie ein fast gewöhnliches Fahrrad. Doch so ein Kunstrad hat seine Eigenheiten, wie der Weltmeister von 1996, Jens Schmidt, zu berichten weiß. Kunstrad ist vom Rahmenbau ist es eigentlich ähnlich wie ein Rennrad aufgebaut. Nur der große Unterschied ist, dass eine 1:1 Übersetzung da vorhanden ist. Ähnlich wie bei den Fixie-Rädern, beim Bahnrennsport benutzt man auch diese Übersetzung 1:1. So kann ich meine Tricks machen, das Vorwärts- und Rückwärtstreten. Der Rahmenbau, der ist so gewählt, dass ich mich auf den Lenker stellen kann oder auch auf den Sattel stellen kann, ohne dass das Fahrrad nach vorne oder eben dann nach hinten kippt. Also die Ergometrie des Rahmens ist so gewählt, dass selbst mit meinen 70 Kilo ich vorne sein könnte, ohne dass das Fahrrad nach vorne oder nach hinten kippt. Wir haben hier einen Schlauchreifen. Speziell für die Halle ist das entwickelt und das sind 12 Bar drauf. 12 Bar, ein Rennrad hat 8, das hier hat 12 Bar. Auch eben, dass ich diese schnellen Spins machen kann, diese Pirouetten und eben auch, dass das Fahrrad lange im Leerlauf läuft. Weil es ist ja so, man holt Schwung für einen Trick und dieser Schwung, der muss oft lange anhalten. Und da sind diese Bereifungen mit diesem starken Luftdruck davon nötig. Und so wird das Sportgerät vom Profi eingesetzt. Zuschauen und staunen. Was muss man mitbringen, um all das zu erlernen? Man muss drahtig sein und die muskulär, Sie sehen ja selber, ich bin nicht wahnsinnig muskulär. Es ist schon wichtig, dass man flexibel ist, dass man beweglich ist und natürlich beim Kunstradfahren das Gefühl für das Fahrrad, die gewisse Balance für das Fahrrad zu spüren. Das hat auch nicht jeder. Das merkt man auch von klein an. Oh ja, ich beherrsche dieses Fahrrad oder nee, das Fahrrad beherrscht mich. Bei Jens Schmidt ist die Sache klar. Er ist auch heute noch, 20 Jahre nach dem Ende seiner aktiven Leistungssportkarriere, ein Meister seines Fachs.